Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First, eurem YouTube-Kanal für normales Biken, das heißt ja in der Natur Radfahren mit Mountainbikes, mit E-Mountainbikes und nicht so der Fokus auf Adrenalin, Action, Bikepark, Enduro, also simples Biken, das was ich mache und das was ich auch gerne rüberbringe. Und ja, ich wollte eigentlich euch mein neues Hardtail Bio Bike, Akustik Bike vorstellen. Aber heute hat es so starke Windböen die ganze Zeit, da dachte ich mir, naja, das wird dann mit dem Ton wieder schwierig. Bin ich losgefahren auf dem Weg zum Büro, eine Runde durch den Wald und habe gemerkt, okay, hier geht's ja eigentlich. Und gerade ist auch recht ruhig mit dem Wind. Da wollte ich euch mal eine Erkenntnis mitgeben, die ich jetzt hatte und wollte mal nach eurer Meinung fragen. Und zwar habe ich jetzt zwei neue Bikes bekommen, zwei aktuelle, weil ich sonst ja nur, sag mal, sehr alte Fahrräder hatte oder halt Testräder von Velototal, also der Verlag, wo ich arbeite. Und jetzt habe ich hier ja, die Reifenfrage mal wieder. So, ich hoffe, der Ton ist so okay. Die Reifenfrage heißt, ich fahre seit 97, 98 ja, Mountainbike und kenne mich natürlich aus, habe viel Erfahrung. Muss aber sagen, ich bin eigentlich immer so richtige Mountainbike-Reifen gefahren. Und das sind jetzt hier, also wirklich völlig unabhängig von der Marke, das ist hier Maxxis. Ich fahre sonst auch auf Schwalbe oder Kenda, Vita, ja, alles schon mal probiert. Natürlich Conti und so weiter und so fort. Gibt ja viele Marken. Darum geht es mir jetzt gar nicht um die Marke, sondern um diesen Typ Reifen. Und zwar mit diesen kleinen Stollen, ja, so Cross-Country-Marathon-mäßig, würde ich sagen. Das ist jetzt eher so ein simples E-Mountainbike, also die unterste Preisklasse, würde ich mal sagen. Die gleichen Reifen hat mein Biobike aber auch. Genau. Und ich bin sehr begeistert. Also ich muss sagen, die Sache ist ja, warum hatte ich vorher immer normale? Das lag daran, weil ich immer gesagt, Grip ist mir wichtiger als Rollwiderstand. Ja, und gerade mit dem E-Mountainbike stimmt das ja eigentlich, weil man hat ja noch den Motor, wenn man das Gefühl hat, man rollt so schlecht. Aber irgendwie bin ich jetzt von denen so angetan, weil die rollen so gut und die setzen sich nicht so zu. Normalerweise in dem Profil ist ja immer so, dass der Schlamm da so dran drin kleben bleibt und dann ist der ganze Reifen nur so Schlammklumpen, den man so, ja, wo man auch nicht viel Traktion hat. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist nur ein Sommertest bisher, aber wir hatten natürlich auch relativ viel Regen diesen Sommer und ich fahre das Fahrrad auch erst seit ein paar Wochen und ich hatte aber auf jeden Fall schon Nässe und nasse Untergründe und nicht nur trockene Trails oder Forstwege, was ich ja meistens fahre, breite Wege, die meistens Schotteruntergrund haben. Und der Grip hat mir bisher gefallen und die rollen super. Und jetzt bin ich echt am Nachdenken, dass ich sage, so, wow, ich will echt gerne noch mal ein paar mehr solche Reifen testen. Was ich jetzt gesehen habe, ich kenne mich nicht so aus, wie gesagt, ich bin jahrelang ja, sehr viel Schwalbe gefahren. Da gibt es auch immer so die etwas schwerere Version, die dafür mehr Pannenschutz hat. Mit stabilerer Karkasse oder die Gummimischung, je nachdem. Dass man nicht so schnell ja, bei einer kleinen Dorne oder halt bei einem Durchschlag sofort einen Platten hat. Ich fahre immer mit Schlauch, also sorry, ne, also zur Aufklärung. Hier ist auch ein Protection-System. Also wahrscheinlich wiegt der ein bisschen mehr als die High-End Cross-Country-Version. Rollt aber gut und hat dafür ein bisschen mehr Schutz. Genau. Ja, was fahrt ihr denn da für Reifen? Habt ihr das schon mal probiert, diese ja, Reifen mit dem wenig Profil? Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist. Low Profile? Ich weiß gar nicht. Ja, mit den kleinen Stollen und die dafür, ja, wo die besser rollen. Ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr da schon ein bisschen rumprobiert? Genau. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ja, und hier im Sauerland hat man sehr viel so Schotter auf den Wegen. Da sind die Steine ja beweglich, also ja, wenn es sehr lange Trockenphasen hat, ist dann ein bisschen staubig, rutschig. Sonst ist der Grip ganz gut. Ja, wie ist denn bei euch so der Boden? Fahrt ihr primär Waldböden mit, keine Ahnung, Nadeln oder mit Laub drauf? Ja, oder habt ihr auch viel Schotter? Also der rollt auch auf Asphalt super, ich bin echt begeistert. Sorry, ich muss das jetzt unabhängig von der Marke, einfach dieses Profil. Also ist nicht so, dass ich noch nie gefahren bin, aber ich hatte dann Testbikes mal, aber jetzt so, wo ich das dann für mich entdeckt habe, also echt nice. So, und jetzt natürlich langsam so diese Herbstzeit.
Im Moment ist noch nicht so viel Laub hier auf dem Trail, aber ihr seht, das ist ein Laubwald hier, ausnahmsweise mal. Wir haben hier viel Fichtenwald, aber die Blätter sind viel noch in den Bäumen, also die werden aber dann auf den Boden kommen. Und dann ist die Frage natürlich, wie schlagen sich diese Reifen bei nassen Bedingungen, bei Laubböden. Ich verlinke unten mal mein Video mit den Tipps für nasses Laub. Ja, was mir jetzt gerade einfällt, ist vielleicht ein bisschen witzig fast. Ich bin halt auch so ein Typ, der Reifen sehr lange fährt. Also ich bin ja kein Profi-Racer, der andauernd die Reifen wechselt, um halt beim Rennen dann wirklich immer die besten Performance zu haben. Und ich bin an meinem anderen E-Mountainbike, was ich viele Jahre gefahren bin, das Flyer, also von 2015 bis dieses Jahr, da bin ich ein paar Mal die Reifen so lang gefahren, dass sie auch kaum noch Profil hatten, vor allen Dingen in der Mitte. Und alle meinten schon, oh mein Gott, ich kam sehr gut zurecht. Ja, komisch. Also vielleicht ist es auch ein bisschen Kopfsache, wenn man sich so viel Gedanken macht, oh mein Gott, der Reifen ist ja nur für Cross Country oder das ist ja nicht so ein Matschreifen oder halt kein Reifen mit starkem Profil, der rutscht ja bestimmt total, dass man vielleicht mit der Meinung schon etwas steifer fährt, etwas verängstigter fährt, in Erwartung wegzurutschen. Und eigentlich, wenn die Gummimischung okay ist, kann man da auch ganz gut Traktion mit haben. Ja, was meint ihr denn? Super. Ich freue mich auf euer Feedback. Welche Reifen habt ihr schon probiert? Wo seid ihr gelandet? Tauscht ihr bei den verschiedenen Jahreszeiten die Reifen? Ja, und ich fahre natürlich gern Fatbike. Wisst ihr ja, ich habe so ein Fatbike aus Stahl von Shirley und da fährt man halt auch echt wenig Luftdruck und hat eine Turbo-Traktion. Ja, und man schert sich nicht so viel um den Rollwiderstand. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Video. Es geht ja jetzt so richtig los. Ja, ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann.